Hallo, guck mal, was ich hier habe. Ein Engelchen habe ich geschenkt bekommen. Und dieses süße Engelchen wird uns heute begleiten. Und schön, dass du da bist. Ich lege dich jetzt mal hier hin und du kannst dann immer bei uns sein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns heute treffen, denn die geistige Welt hat mir diesen starken Impuls gegeben, mit euch über den 21.12. zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und wir eine gemeinsame Zeit jetzt haben. Der 21.12.2020, die gleiche Energiequalität oder diese Möglichkeit der Toröffnung, die Möglichkeit des persönlichen Erwachensprozesses, des persönlichen Aufstiegs, die gab es das letzte Mal vor 6000 Jahren. Und deswegen sollte man tatsächlich diesen Termin, den aktuellen Termin an 2020, so nutzen, damit man ganz viel sich mit den Energien verbindet und vielleicht dann tatsächlich die ganz große Bewusstseinserweiterung erhält. Das heißt, Bewusstseinserweiterung hat ja mit Aufstieg zu tun, hat Verbindung mit der Verbindung zu den Engeln und der geistigen Welt und nicht zuletzt mit Gott zu tun. Die Verbindung, die intensive Verbindung zu unserem Schöpfer. Je mehr wir diese Verbindung spüren, umso mehr können wir in die höheren Dimensionen aufsteigen mit unserem spirituellen Körper. Und tatsächlich ist die Energie, die jetzt am 21.12. auf der Erde einstrahlt, das letzte Mal so stark gewesen wie vor 6000 Jahren. Und das ist wirklich eine Einladung der geistigen Welt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo so viel unmögliche, schwierige Dinge passieren, ist es wichtig, dass wir so eine große Hilfe bekommen. Und ich freue mich so sehr darüber, gerade jetzt auch inkarniert zu sein und mit euch das genießen zu können. Man sagt ja auch, der 21.12. ist auch mit der Erwartung verbunden, dass Jesus wieder auf die Erde kommt. Und gerade da ist so eine intensive Energie jetzt zu spüren. Es ist also alles möglich, es ist wirklich alles möglich. Man sagt, man hofft auf den Aufstieg, auch wenn jetzt in einer anderen Vorausschau noch nicht genügend Leute da waren. Es könnte dennoch am 21.12. ja passieren, dass plötzlich durch diesen großen Energieumschwung sich das riesige Tor öffnet und die Menschen, ganz viele oder genügend Menschen in das Erwachen gehen und sich dann schlagartig alles ändern wird. Wer weiß, vorhersagen können wir es nicht, weil die Menschen bestimmen mit ihrem eigenen Willen, inwieweit sie diese Kraft nutzen möchten. Und dafür ist dieses Video da. Es ist da, damit jeder, der es ansieht, verstehen kann, dass dies eine so riesige Möglichkeit ist, den inneren Aufstieg zu vollziehen, das eigene Bewusstsein so zu erhöhen, dass man schon vorhergeht, schon zu den Lichtpionieren gehört, die dann die Energie halten, so dass es zu einer Möglichkeit für alle besteht, in diese höheren Dimensionen der Liebe zu kommen. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, was da geschieht. Und wir können es alle unterstützen. Und darum geht mir es heute, dass wir zuerst für uns selbst eine ganz große Reinigung vollziehen. Das werde ich mit euch machen anschließend, dass wir uns von möglichst von so viel Altlasten befreien, die wir noch in unseren Zellen tragen, dass wir so viel wie möglich einfach abstoßen von den alten Energien, die uns natürlich schwächen und diesen inneren Aufstieg schwierig machen. Also ihr hört schon, es ist jetzt doch nicht so einfach.
Und es wird so sein, dass jeder Mensch für sich passend diese Möglichkeit bekommt und so weit ausschöpfen kann, wie es eben in seinen Anlagen gerade möglich ist. Und so, dass es also für euch so viel wie möglich sein wird. Deswegen bin ich heute da und deswegen hat die geistliche Welt mich eben auch gebeten, führe diese Reinigung durch, helfe den Menschen, alte Lasten loszuwerden, damit so viel wie möglich aller Menschen von der wunderbaren hohen Energie profitieren können, die am 21.12. auf die Erde strömt. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich das wundervolle Licht, was da zu fühlen ist und die große Möglichkeit, die für uns besteht, Teil dieses Lichtes zu werden. Das ist der neue Zyklus beginnt, die neuen 13 Jahre beginnen. Und in diesen neuen 13 Jahren haben wir so viel tolle Dinge zu tun und so viel wundervolle Unterstützung von der geistigen Welt. Und wenn ihr alle meine Videos so ein bisschen verfolgt habt, werdet ihr auch wissen, dass immer wieder davon geredet wird, ein Neuanfang, Neubeginn, lass das Alte hinter dir. Und jetzt gerade am 21.12. haben wir die komplette Unterstützung von der geistigen Welt. Das heißt, im zweiten Schritt, also zuerst haben wir die Reinigung, dann haben wir die Verbindung über die Energie der geistigen Welt, können innerlich aufsteigen und danach sind wir in der Lage, viel einfacher zu manifestieren, viel einfacher, noch viel einfacher uns zu heilen und auch alle möglichen störenden Dinge von außen einfach zu transformieren. Denn je mehr du aufgestiegen bist, umso intensiver wirken ja deine Fähigkeiten. Und das ist der Punkt. Und ich bin überzeugt, dass man letztendlich die höchsten Lichtarbeiter, die höchsten Medien in der Lage sind, die schädliche Stoffe, die unseren Körper manipulieren und beeinflussen wollen, so wie die kleinen Chips, dass man die dann auch zerstören kann. Ich bin der festen Überzeugung und ich arbeite in meinem Inneren mit der geistigen Welt daran, dass dies geschehen kann. Es gibt ja einen Lehrgang von mir, wo man das lernen kann, sich Impfstoffe oder Tabletten oder Medikamente einfach zu entgiften, zu neutralisieren. Diesen Lehrgang gibt es. Und jetzt arbeite ich mit der geistigen Welt daran, dass man diese kleinen Chips auch noch einfach zerstören kann. Das ist jetzt eine größere Sache und ich bin sowas von fest überzeugt, dass es auch da von der geistigen Welt eine Hilfe gibt und wir uns dem entziehen können. Wichtig ist der innere Aufstieg, die komplette Reinigung von dem, was ihr noch bei euch tragt, was ihr einfach so von den ganzen Inkarnationen mitgebracht habt. Das darf jetzt mal gehen. Und dafür lade ich euch ein zu einer ganz intensiven, hochenergetischen Reinigung und Klärung und Lösung aller Altlasten. Und danach werde ich noch mit euch besprechen, was ihr dann am besten am 21.12. tun solltet. Ja, und ich spüre schon, die Energie strömt ein. Sie strömt ein und sie umarmt mich, diese Energie. Ich verbinde mich mit der geistigen Welt und ich danke dafür, dass ich als Medium Botschaften überbringen darf. Ich bedanke mich, dass ihr hier seid und mit mir eure Zeit verbringt. Ich werde mich jetzt noch einsprühen, um die Energien zu verstärken. Ich nehme die Ursprungsenergie. Na, die weiße Bruderschaft soll ich noch nehmen.
Wundervoll. Und übrigens, danke für das Auraspray. Das hat mir ein Kunde geschenkt. Das ist wirklich eine sehr großzügige Geste. Und ich bin aber jetzt schon weg. Ich bitte um die Energie des Schutzes für uns alle. Ich bitte um den höchsten Schutz für jeden Einzelnen, welcher heute hier ist. Und ich bitte um die höchsten Energien der Liebe, sodass die Botschaften zu uns kommen, die jetzt besonders wichtig sind. Jetzt kommt meine Katze dazwischen. Ich hole sie mal hoch, denn sonst hört es nicht auf und dann fange ich noch mal an. Ich bitte um Schutz für jeden Einzelnen, für uns alle. Und ich bitte um die vollkommene Liebe von allem, was ist, möge sie uns begleiten bei dieser Botschaft und bei dieser großen Reinigung für uns alle. So rufe ich Erzengel Michael herbei. Seid gegrüßt. Liebe Menschen, seid begrüßt, liebe Lichtarbeiter. Erzengel Michael steht vor dir in deinem Raum. Das Schwert leuchtet majestätisch in meiner Hand. Meine Energie wurde gerufen, um für dich eine intensive Reinigung durchzuführen. Und wenn du bereit bist, wenn du diese Reinigung möchtest, dann gebe mir ein innerliches Ja. In dem Moment spüre ich das Vibrieren deiner Seele und in dem Moment beginnt Excalibur zu leuchten. Und so beginne ich für dich mit einer hochintensiven Reinigung. Ich reinige deine Aura von oben nach unten hindurch durch alle Schichten. Und es geschieht jetzt. Ich reinige dein emotionales Feld und dein mentales Feld. Excalibur fließt durch dich hindurch. Nimmt all das weg, was dich gerade belastet. Excalibur reinigt alle Strukturen, welche hinderlich sind und welche du schon lange mit dir trägst. So fließt Altes ab und macht neuen Platz. Lass es einfach geschehen, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle
und es geschieht in der höchsten Achtsamkeit von Erzengel Michael für dich. Und nun sende ich dir eine spezielle Energie, eine Energie aus den Feldern von Smarana. Mit dieser Energie werde ich Glaubenssätze, alte Strukturen und Lasten von dir nehmen, welche du unnützerweise immer noch mit dir trägst. So fließt jetzt diese Energie zu dir und transformiert alles Alte, was dich belastet und jetzt gehen kann. Lasse dich fallen in diese Energie, lasse dich fallen und lasse es zu, denn es wirkt zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so nehme dir jetzt ein wenig Zeit, um zu genießen, was geschieht. Und so habe ich für dich gewirkt. Ich habe mit meiner ganzen Liebe all das von dir genommen, was hinderlich ist, und dich bereinigt, so wie es gut und richtig ist. Erzengel Michael bleibt jetzt bei dir, an deiner Seite, denn die weiße Bruderschaft wird jetzt zu dir sprechen. Einströmt die Energie der Liebe, der Achtsamkeit und des Vertrauens, wir, die Engel der weißen Bruderschaft, die lichten Wesen, die weisen Wesen, sprechen zu dir. Du fühlst unsere Anwesenheit und du fühlst unsere Liebe. Wir übergeben dir heute ein Licht. Wir überreichen dir ein Licht,
Nehme deine Hand mit der Handfläche nach oben. Wir werden dir in deine Hand dieses Licht hineinlegen. Dieses Licht verbindet sich mit deinem Handchakra und du kannst es spüren. Jetzt in diesem Moment spürst du es. Es ist wie eine Flamme, eine Kerze, ein Licht, welches dich führen wird. Mit diesem Licht wirst du die Lichttore fühlen. Dieses Licht wirst du spüren. Und wir geben dir noch ein zweites hinzu. Nehme nun beide Hände und lasse sie ausgestreckt vor dir. Halte sie so. Und jetzt entzünden wir in beiden Händen dieses Licht. Es wird deinen Weg beleuchten und dich führen. Es wird bei dir sein. Du trägst es ab sofort immer in deinen Händen. Und wenn es wichtig ist und sich das Tor öffnet, wird es zu leuchten beginnen und die Verbindung wird hergestellt. Die Verbindung zu der höchsten Energie, wenn sich das Tor öffnet und dieses Licht wird dich führen. So haben wir zu dir gesprochen. Du bist vorbereitet. Und wenn du dieses Lichttor spürst, besteht die Möglichkeit, dass sich dein Leben grundlegend ändern kann. In dem Moment ist es wichtig, dass du das mit deinen Gedanken aussprichst, was für dich wichtig ist. Sei es für dich persönlich oder für die komplette Menschheit, für die gesamte Erde. Du wirst genau das Richtige tun in diesem Moment, denn es ist deine Seele, welche die Führung übernimmt. Und so vertraue einfach, dass alles, was geschieht, für dein allerhöchstes Wohle dient. Und so verabschieden wir uns wieder von dir. Auch Erzengel Michael verabschiedet sich voller Liebe. Die Energien bleiben noch in deinen Räumen und die geistige Welt zieht sich zurück. So eine wunderschöne hohe Energie für uns und so eine schöne Botschaft. Und jetzt möchte ich noch, ich muss erst noch mal Danke sagen, Smarana, dafür, dass diese Botschaft gekommen ist. Und jetzt möchte ich euch noch sagen, wie man am diesen 21.12., wie man diesen Tag gestalten könnte. Ich würde als erstes diese Reinigung, die gerade diese Botschaft, die kam, ich würde das als erstes wiederholen. Und ich würde es auch nicht nur einmal, sondern ich würde es tatsächlich so oft wiederholen, bis ich mich total frei und gut fühle. Und das sollte man an sich schon vorher machen, dass man am 21.12. so rein wie möglich
so gut wie möglich vorbereitet ist, so viel wie möglich befreit ist von diesen ganzen Lasten. Dann sich an die Lichter erinnern, meditieren, sich an diesem Tag nur schöne Dinge vornehmen, sich gar nicht so sehr um anderes kümmern, sondern nur um sich selbst, sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern tatsächlich nach Möglichkeit immer mit der geistigen Welt verbunden zu sein, vielleicht einige Engel einladen, dass die bei einem sind und den Fokus darauf legen, sich mit der höchsten Energie von Jupiter und Saturn zu verbinden, um zu fühlen, diesen unheimlich großen Energieschub zu fühlen, der an diesem Tag möglich ist. Und dann einfach in der Meditation bleiben und abwarten. Abwarten, was geschieht. Was man zusätzlich tun könnte, zum Beispiel in der Manifestation sein Leben gedanklich neu zu gestalten. Ich werde in dem Moment an neuen Projekten arbeiten, die für die Menschheit wichtig sind. Das werde ich tun und bin ganz sicher, dass da ganz viele Aufträge kommen von der geistigen Welt. Bin ich ganz sicher und ich werde die alle sehr gerne annehmen und dann auch an euch weitergeben. Es ist die Chance, die 6000-Jahres-Chance für uns, ein Teil zu sein und so intensiv wie möglich dabei zu sein. Das ist die Aufgabe von euch, euch so tief wie möglich zu verbinden und dann auch in dem Moment zu manifestieren, sich das zu wünschen, was wichtig ist, also ein Ende der alten Zeit und den Neubeginn tatsächlich, den Aufstieg, solltet ihr euch wünschen. Jeder entscheidet natürlich mit seinem Willen, was wichtig ist. Und dann wird man durch dieses Tor gehen können. Wow. Ja, und je nachdem, wie viele Menschen das alle tun, kann sich vieles ändern. Es bleibt ganz spannend. Auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, manifestieren, meditieren, wünschen. Das sind die größten Kräfte und alles in Liebe und verbunden mit Gott, mit der Gottesenergie, mit der Schöpferkraft. Alles andere wird dann so sein, wie es im göttlichen Plan für diesen Tag vorgesehen ist. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Und lest auch mal unten in der Beschreibung, da stehen auch noch wundervolle Dinge für euch. Wichtiges, was zu wissen wäre, auch die DNA-Umstrukturierung wäre vonnöten, dass wir an diesem Tag wirklich auch da aufnahmefähig sind für die neuen Energien, dass wir so tief wie möglich in die Verbindung kommen zu allen Geschenken, die uns zur Verfügung stehen. Dann sage ich jetzt alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.